von unserem Lehrkanzler betreutes wissenschaftliches Projekt zurzeit bearbeitet über Lira und Lerone. Dabei geht es vor allem darum, das Repertoire dieser Instrumente zu rekonstruieren, einen Datenbank zu erstellen, auch mit ikonografischen Dingen und so weiter, um vor allem einen wissenschaftlichen internationalen Austausch auch möglich zu machen. Und ja, wir werden unser kleines Konzert heute bieten und sicherlich das eine oder andere zu den Instrumenten sagen. Es gibt dann auch hinterher in einer knappen Stunde noch Gelegenheit, Fragen zu stellen dazu. Danke sehr. Danke. Guten Tag. Also, wie der Dr. Jena gesagt hat, ab Herbst 96 arbeiten wir an diesem Projekt Lira da Braccio und Lirone, Rekonstruktion der Spieltechnik und des Repertoires. Ich selber beschäftige mich mit dieser Problematik noch wesentlich länger, also mit Lira ab 81 und mit Lirone ab 84. Mit alter Musik übrigens seit 30 Jahren, mit der Atelier der Renaissance, Tribarockmusik. Und es handelt sich um zwei sehr wichtige, man könnte fast sagen, wichtigsten Streichinstrumente der Renaissance und Fribarock, die aber, das ist charakteristisch, in beiden Fällen nur, fast ausschließlich nur im improvisierten Vortrag verwendet wurden. Das heißt, wir haben so gut wie keine Notenbeispiele erhalten. Oder die wenigen, Gott sei Dank, die uns mindestens die Akkorde, das ist auch eine Besonderheit diesen Instrumenten, die uns die Akkorde, mindestens die wichtigsten Akkorde gegeben haben. Daraus konnte ich und andere wenige Kollegen im ganzen Welt, die sich mit diesen Instrumenten, also einem oder anderen oder beiden, beschäftigen, unsere Rekonstruktion der Spieltechnik überhaupt machen. Ja, die beiden ist gemeinsam genau das, was ich jetzt gesagt habe, also akkordische, improvisierte, vor allem Gesangsbegleitung und mit einem also Streichbogen ausgeführt, also eine akkordische Begleitung mit einem Zupfinstrument wie Gitarone, Arcigliuto oder Laute oder mit einem Cembalo, das ist nichts Besonderes, das hat man lange Jahre praktiziert. Aber Streichinstrument, das ist eine Praxis, das sich aus Mittelalter entwickelt hat. Zuerst bei der Lira da Braccio und dann später ab ungefähr 1600 bei den Lirone oder Lira da Gamba. Was ist noch die beiden gemeinsamen? Eine Art bei der Lira da Braccio Proto. Frühe, kann man sagen, Monodie, schon um 1500, in der Zeit, wo man die, in Italien natürlich, das ist wichtig auch zu betonen, fast ausschließlich in Italien und erst später in anderen, auch deutschsprachigen Ländern, wie hier zum Beispiel in Österreich, man hat die Formen eher pseudo Volkstümlichen wie Frottola, Villanella, die ursprünglich dreistimmig oder vierstimmig komponiert wurden, in einem Vortrag, wo ein Sänger oder ein Instrumentalist gesungen hat, wie ich das heute machen werde, und sich gleichzeitig dabei mit diesem also Lira begleitet hat. Das ist eine Proto-Monodie, kann man sagen. Viel später, also ein Jahrhundert später, ist das dann schon echte Monodie beim Lira da Gamba. Also in der frühen Oper, vor allem oder Oratorien, gibt es viele Nachweise, dass man Lira da Gamba, vor allem Lirone, oft und gern verwendet hat. Die Noten, wie gesagt, haben wir keine. Es gibt nur hier und da Hinweise. Man, natürlich, wenn man die Spieltechnik oder die Möglichkeiten kennt, kann man sich vorstellen, was mit diesen Instrumenten beiden möglich war und was eher nicht oder was wäre eigentlich eher gegen die Natur vom Instrument oder Klang des Instrumentes gewesen. Die Rolle war ähnlich, also
Begleitung, Gesangsbegleitung, manchmal auch von anderen Instrumenten. Es gibt die Anbindungen, die zum Beispiel eine Flöte, einen Flötenspieler und einen Liederspieler darstellen. Da handelt es sich sicherlich um einen instrumentalen Vortrag. Und dann eine gewisse symbolische Rolle, nämlich man hat Lira überhaupt in der Renaissance als eine Fortsetzung oder Wiederbelebung von antike Praxis, Musikpraxis oder Theaterpraxis gesehen. Und da Apollo Lira gespielt hat, natürlich war das eine andere griechische antike Lira mit Plektrum, hat man einfach diesen Namen genommen und hat sogar in einigen Traktaten verjährlich natürlich versucht zu beweisen, dass Plektrum eigentlich eine Art Bogen war. Natürlich stimmt das nicht, aber das war sogar die sehr angesehenen Humanisten Grund genug, einfach diesen neuen Instrument in Verbindung mit versuchten Wiederbelebung von antike Praxis sehr oft und gern selber zu spielen, wie zum Beispiel Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, Leonardo da Vinci, Raphael, also viele von bekannten Künstlern, Schriftstellern und Musiker natürlich haben diesen, vor allem Lira da Braccio gespielt, aber auch manche von denen, wie zum Beispiel der Giulio Caccini, bekannte Monodist und Musiker und Komponist, hat selber Lirone, Lira da Gamba gespielt. Gut, dann gibt es auch die wichtigen Unterschiede zwischen beiden Instrumenten. Die gehören nämlich zu zwei verschiedenen Familien. Lira da Braccio, was schon aus Namen zu entnommen ist, gehört zu der da Braccio oder Viola da Braccio Familie, also gleiche Familie, in die Violine oder Geige gehört. Und wie schon gesagt, hat sie direkt aus dem mittelalterlichen Fiedel entwickelt, daher auch die externe, also neben dem Griffbrett laufende Bordun, aber besser eigentlich Bassseiten, weil man verwendet die nicht wie im Mittelalter oder wie in Volksmusik heute als einen ständig spielenden oder liegenden Bordun oder Orgelpunkt, sondern eher als Bass zu manchen Akkorden gezupft, wie ich das zeigen werde, oder mit Bogen geschrieben. Lira da Gamba oder Lirone, daher im Unterschied zum Lira da Braccio gehört zu einer Gambe-Familie, hat sich aus Gambe irgendwann während des 16. Jahrhunderts, natürlich wiederum in Italien, entwickelt und lebt wesentlich länger als Lira da Braccio. Lira da Braccio verschwindet in der Kunstmusik so rund um Jahrhundertwende 1600 und Lirone lebt eigentlich noch bis Ende 17. Jahrhundert, vor allem in Neapel, Florenz und Rom. Und am Rande sei es erwähnt, dass das Konzept, Idee von Lirone hat sich in England durch die italienischen Musiker, die nach England ausgewandert sind oder zeitlang dort gearbeitet haben, Ende 16. Anfang 17. Jahrhundert hat sich ein typisch englisches Instrument entwickelt, Lira Viol, wiederum eine Gambe, die durch besondere Stimmung, Verwendung von Akkorden, eigentlich den Klang oder die Funktionsweise von italienischen Lirone oder Lira da Gamba imitieren wollte und daraus hat sich dann eigene sozusagen Gattung und ziemlich großes Repertoire entwickelt und das war dann auch mindestens bis 1700, aber nur in England. Ja, natürlich, Spieltechnik ist auch gehöriger zu verschiedenen Familien anders. Also man spielt natürlich Lira da Braccio mit oberen Haltung, Bogenhaltung und den Lirone wie alle anderen Gammen mit unteren Bogenhaltung. Anzahl von Saiten ist auch anders, aus vor allem symbolischen Gründen hat die Lira da Braccio 7 Saiten, mit wenigen Ausnahmen, also fast alle Instrumente, die wir bei Anbindungen aus der Zeit, zeitlichen Anbindungen sehen, haben 7 Saiten. Und beim Lirone fängt das mit 9 an, aber geht es in Extremfällen bis 18 Saiten auf dem Griffbrett und einigen, in meinem Fall 4, 2 bis 4
externe Saiten, die wiederum keine Bordon, sondern Bass-Saiten sind. Und letzter wichtiger Unterschied, wie Sie hören werden und sehen werden, bei der Lira da Braccio ist möglich, eine Melodie zu spielen und gleichzeitig dazugehörende Akkorde damit zu verbinden. Bei Mirone ist nur eine akkordische, also Basso Continuo, geschichene Basso Continuo durch den Anzahl von Saiten und geringe Wölbung des Griffes bzw. des Stecks vor allem möglich. Ja, also Zeit der Verwendung habe ich schon erwähnt. Genaue Zahlen, Jahreszahlen ist natürlich in diesem Fall nicht möglich zu nennen, aber ungefähr Mitte, ab Mitte 15. Jahrhundert, es gibt die Abbildungen, die eine transitionelle Form zwischen mittelalterlichen Fiedel und Lira da Braccio und dann je weiter, desto mehr eine typische Lira da Braccio. Und Höhepunkt, erster Höhepunkt kann man mit 1500 setzen, wo der Leonardo da Vinci auf dem Mailänder Hof eigentlich nicht als Künstler, als bildender Künstler oder Maler oder Architekt, sondern zuerst als Musiker, virtuoso auf der Lira da Braccio, der höchstwahrscheinlich auch gesungen und sich selbst begleitet hat, aufgenommen wurde. Und interessanterweise, gegen Ende 16. Jahrhunderts, wir haben eine Aussage von Scipione Ceretta aus Neapel um 1610, der sagt, Lira da Braccio zu seiner Zeit, also Anfang 17. Jahrhundert, gibt es in Kunst, Musik nicht mehr, die ist eigentlich übergegangen in eine eher Praxis von wandernden Bettlermusikanten, aber mit improvisierten, nicht notierten Praxis. Und wir kennen die Reste von diesem Praxis in Volksmusik immer wieder finden, bis heutzutage. Aber andererseits, wir kennen die akkordische Spieltechnik von der Lira da Braccio in der akkordischen Spieltechnik der frühbarocke oder späte barocke Geige finden. Und das ist keine Hypothese, sondern wir haben sogar mindestens ein Stück, das von Marini komponiert wurde, der Biagio Marini, der sagt al modo, das ist vier Geige, um 1610 oder 20, hier Anfang 17. Jahrhundert komponiert und herausgebracht worden, und er sagt, das ist für die Geige, aber al modo di Lira, das heißt, er hat absichtlich diese Akkorde aus der Lira da Braccio Praxis übernommen. Und dann geht es das weiter mit vielen anderen. Ja, das wäre, glaube ich, genügend jetzt zum Anfang. Und ich werde jetzt im musikalischen Teil meines Vortrags und kleines Konzerts eigentlich vor allem meine Rekonstruktion des natürlich Spieltechniks, auch Praxis, wie man singt und sich selbst mit diesem Instrument begleitet, demonstrieren und auch ein Versuch eines Repertoires zu rekonstruieren. Nicht? Anhand von Tänzen, die aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts in Italien stammen, dann die vokale Musik, quasi volkstümliche wie Strambotti, Villanelle, Frottole und schließlich mit napolitanischer Musik und aus Mitte 15. Jahrhundert, 16. Jahrhundert, also die Villanelle Napoletana.